Ja, also meine Reaktionen darauf waren dann, ja, gegenüber meinen Freunden und Bekannten war es eben einfach so, wie gesagt, man hatte kein richtiges Thema mehr. Man war einfach irgendwie jeder war auf einem anderen Weg irgendwie und das hat sich von beiden Seiten dann erledigt. Also niemand hat dem anderen gesagt, so, jetzt ist Schluss, sondern beide Seiten haben gesagt, also ja, irgendwie haben wir uns nichts mehr zu sagen. Und obwohl es gibt eine Ausnahme, muss ich dazu auch sagen, es gibt also eine damalige Mitstudentin, die auch heute Pfarrerin ist und die habe ich vor ein paar Tagen besucht und mit der komme ich nach wie vor auch noch gut klar. Ja, dann zu meinen Eltern die Reaktion. Ja, wir haben uns natürlich kräftig gestritten erstmal. Also wir hatten heftige Auseinandersetzungen, weil es gab eben einfach von meinen Eltern und nach wie vor auch kein Einverständnis zum Islam und zu diesem Weg. Ja, und also ich versuche, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Aber es ist zum Beispiel so, dass es bis jetzt, also dass wir, obwohl wir jetzt auch die 3 Kinder haben, aber dass wir eigentlich nicht willkommen sind, dass wir meine Eltern besuchen. Das ist also eigentlich bis heute die Situation.